Eidedei, der Doppelbrei. Hier ist der Mo mit nur einem Ei. Nein, natürlich nicht. Hier ist der Mo mit einem neuen Let's Play namens Sniper Elite V2. Guckt mal hier unten rechts, da seht ihr es. Da. Seht ihr es? Könnt ihr es sehen? Okay. So. Ja. Sniper Elite 2, dieses Jahr rausgekommen, 2012. Ich habe damals Sniper Elite den ersten Teil gezockt. Hat wirklich Bock gemacht. Deswegen dachte ich mir, jetzt wird der zweite gezockt. Und ich freue mich schon richtig. Das Ganze ist blind. Und los. Einzelspieler, neues Spiel, wie ihr seht. Noch nicht mal angefangen, irgendwie zu testen. Ich entschuldige mich schon mal dafür, wenn der Sound im ersten Part nicht so doll ist. Das kann man dann mal im ersten Part schlecht einstellen, weil man dann noch nicht die Erfahrung von dem Spiel so gesammelt hat. Und wie immer alles auf leicht bzw. Kadett. Was steht denn da? Für eine leichte Herausforderung. Keine Kugelballistik. Für eine faire Herausforderung. Vereinfachte Kugelballistik. Unversöhnliche Feinde. Sniper-Elite. Bereite dich auf einen 10-Kampf vor. Realistische Kugelballistik. Tödliche Feinde. Angepasst. Na gut, Kadett. Und es geht los! Hitlers unaufhaltsame Kriegsmaschinerie war nun auf dem Rückzug. Die Alliierten im Westen und Russland im Osten nahmen die Überbleibsel des Reiches in die Zange. Die letzte Hoffnung Deutschlands, seine Wunderwaffen. Die V2-Rakete, ein Riesenschritt in der Geschichte der Militärwaffen. Sie kündigte eine neue Art der Kriegsführung an. Unmenschlich und schneller als der Schall schlug sie ohne Vorwarnung. Auf Antwerpen, Paris und London. Nach der Landung in der Normandie wurden seine Raketensilos überrannt und die Raketen konnten England nicht mehr erreichen. Die Alliierten dachten jedoch schon an die Zukunft, den nächsten Krieg. Die Amerikaner versammelten die besten Raketenwissenschaftler Deutschlands in der geheimen Operation Overcast. Viele der Architekten des V2-Programms waren schon rekrutiert, aber nicht alle. Berlin war umzingelt. Die endgültige Niederlage nur Tage entfernt. Die noch in der Stadt verbleibenden Wissenschaftler würden bald in die Hände der Russen fallen. Meine Aufgabe war, das zu verhindern. Sniper Elite V2. Ey, da steht noch ein kleines Berlin über der V2. Cool. General Major Hans von Eisenberg verhandelte heimlich für eine sichere Passage für sein Team. 5 der Top-Männer des V2-Programms. Er traf seinen russischen Kontaktagenten am Brandenburger Tor. Das war meine Chance, ihn auszuschalten, bevor er seine Aufgabe vollbringen konnte. Ich war bereit, konzentriert, zuversichtlich. Ich wusste noch nicht, dass dies die schwierigste Mission aller Zeiten für mich werden würde. Das wollen wir erstmal sehen. Oha. So, untersuche die Gebäuderuinen von dir mit deinem Zielfernrohr, um nach feindlichen Soldaten zu suchen. Okay. Achso. Ja, ich sehe niemanden. Okay. Achso, ein kleines Tutorial praktisch. Und rein da. Platziere eine Stolpermine, um deine Flucht aus dem Gebiet später leichter zu machen. Z. Stolpermine, okay. Ach so. Fuck. Wie benutzt man die denn? Ah. Erreiche das Gebäude gegenüber, ohne bemerkt zu werden. Bleibe in der Hocke, um dich still zu bewegen. Deine Bedrohungsanzeige wird dich warnen, wenn du entdeckt werden könntest.
Okay. Ich sehe hier noch überhaupt niemanden. Oh. Ja, da sind aber Peoples. Ohne entdeckt zu werden, wie soll ich denn das machen? Ist da hinten noch ein Eingang? Ah, hier gibt's ein Fenster. Nein, geh weg, du alter Koffer. Ist deine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Keine Nachrichten, das ist alles. Ich will nicht daran denken. Scheiße, ich will hier rein. Fuck. Ich kann nicht klettern, ich kann nicht aufstehen, ich kann gar nichts. Ach, da muss ich jetzt mal hin. Ah. Okay. Dann laufen wir hier mal kurz rum. Hinter dem Panzer. Okay, ich habe Steine. Steine, cool. Was war das? Toll. Er ist hier irgendwo. Wer ist hier irgendwo? Nein. Lauf, 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 lauf. Boah, geschafft. Boah, war das knapp. Begib dich zu dem Hof weiter nach vorne. Okay. Erstmal robben. Ganz schön hardcore, ganz schön tricky hier schon alles. Okay, ich bin da. Was nun? Achso. Geh hinter dem Objekt vor die Entdeckung. Bewege dich zum linken Rand. Hat ihn schon Schalldämpfer drauf? Ja. Kopfschuss aus 75 Punkte. Benutze eine Landmine, um das... Was? Um aus der Leiche eine Falle zu machen. Müssen wir jetzt mal hier wieder Landmine, da haben wir sie. Und wo gehen wir dann hin? Ach, da hinten, okay. Okay. Ist das das Berliner Tor? Ja. Na, wer kommt jetzt? Eisenberg war pünktlich und verbarg sein hässliches Gesicht nicht. Mhm. Sein russischer Kontakt auch nicht. Ich hatte einen klaren Schuss. Der geringste Druck auf den Abzug. Und gute Nacht, General Major. Nun musste ich den richtigen Moment wählen. Der Hof war von Mauern umgeben. Der Wind war also kein Problem. Ich atmete kontrolliert, stabilisierte mein Zielen. Dann... Feuer. Aim! Oh, schönes Slow-Mo. Autsch, das tat bestimmt weh. Und noch einer gleich hinterher. Oh, schön einmal da oben.
Und ein drittes Mal. Ei, durch die Nase. Ein viertes Mal. Ich wäre richtig ein Naturtalent hier. Ei! Ah, das sah ja extrem lecker aus. Oh, und voll zwischen die Augen. Oh, gegen den Helm. Ui, das hat noch schön. Ei, da, da, hey, haha. Was muss ich überhaupt machen? Habe ich ein Missionsziel? Neues Ziel, Flüchte vor den Deutschen. Na toll. Kann man ja eigentlich irgendwo speichern? Kontrollpunkte. Okay. Na gut, anscheinend gibt es nur Kontrollpunkte. Na gut. Mann am Boden. Bumm. Bam! Und runter. Du Scheiße. Toll, was nun? Verdammt nochmal. Scheiße, die Kiste brennt. Puh, das war knapp. Wow. Scheiße. Oh shit, oh shit, oh shit! Haltet die Augen auf! Du reicht hier irgendwo. Komm raus, Schau! Entdeckung! Haltet die Augen auf! Ey, der steht immer noch. Zwei Schüsse ins Bein hier. Und der Typ steht noch immer. Quickscope. Ich muss hier weg. Yeah, doppelt. 2 für 1. Verdammter Penner. Bam! So, wie kommen wir... Wow. Ich bin einfach zu schnell. Als ob ich für das Spiel geboren wäre. Ach du Scheiße, was geht denn hier oben eigentlich ab? Noch mehr irgendwo? Von Eisenberg war tot. Ups. Es gab kein Zurück. Die Russen und die Deutschen wussten, dass ich mitspielte. Noch 4 übrig. Cool, das war die Mission. Ja, würde ich sagen, ich mache mal kurz einen Cut hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei Part 2 auch wieder dabei sein. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv von dem Spiel. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschö.